Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Need for Speed Heat. Ich bin hier gerade auf dem Weg zum Hafen oder was, um die Teile für den Camaro zu holen, der in der letzten Folge geschrottet wurde. Wegen den Polizisten. Und dann gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Beziehungsweise was genau hier abgeht. Statt. Scheint schon wieder rennenmäßig hier irgendwas. Oh. Hat Lucas dich nach einem Grill für ein Camaro Classic gefragt? Jo, aber ich meinte, er ist zu lange aus dem Business raus. Und ich mache nicht mit jedem Geschäfte. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Na sicher. Aber erst musst du gegen mich gewinnen. Geiler Wagen, hättest du mal damit keinen Straßenmögen. Also ich glaube, einen kurzen Dialog gehört. Bro. Aber ein offizielles Rennen. Das ist schon schön. Subaru ist das. Gut gefahren. Und jetzt willst du wohl den Grill, oder? Money. Ja, es kann dann immer wiederholen. Das ist nicht seine Schuld. Ich hab ihn weggeschickt. Was? Warum? Wie er schon sagte, ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache. Und du bist? Die Person, die du wirklich beeindrucken wolltest. Dein Grill ist auf dem Weg zu Riveras Werkstatt. Woher weißt du, dass ich da wohne? Deine Polizeifunk-App hat noch mehr Funktionen. Tja. Für mich zumindest. Du hast sie gehackt? Programmiert. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Ja, gut, dass wir abgeschlossen haben, aber sorry, falls bei dir jetzt 5 Minuten Spaß mit hatte. Ich bin so dumm und hab da nicht drauf geachtet. Gott, das sei, aber ich kann das Rennen jetzt auch nicht wiederholen, das ist ja blöd. Ja. Ist jetzt scheiße gelaufen. Aber passiert. Könnt euch ja selber das Rennen so vorstellen vielleicht. Was soll ich eigentlich machen? Hä? Muss ich jetzt wieder zurück oder wie? Ich mache mal eine schnelle Reise. Weil stimmt mal, dass ich drücke in die Werkstatt muss. Oh Mann. Gehen wir mal in die Garage rein. Hey, der Grill ist eingetroffen. Also hattest du wohl Erfolg. Danke. Beim Händler? Wo ist der Händler? Aber hier brauche ich nicht viel Geld, also. Hey, muss ich mit dem nächsten Mal gucken. Jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ihn treffen. Ist das eine Falle? Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. Okay. Wie komme ich da am schnellsten hin? Na, hier rechts. Okay. Alles klar, da geht's da weiter. Ja, ich fahre ja schon weg. Treffen.
Ich habe ein Angebot, von dem wir beide profitieren. Ich warte auf dich. Wer bist du jetzt gewesen? Ja. Ja, mich doch noch so an. Ich hoffe mal nicht, dass es wieder so etwas nachtrennmäßig sein wird. Guten Sportschlag. Naja, mal gucken. Ja. Oh Gott. Der Moral ist mit was der Fest ist. Der Typ nicht, dass er abspringt. Hey. Na, großartig, das hat gerade noch gefehlt. Warte mal. Die Nachrichten, sind die von ihr? Das werden wir gleich erfahren. Ach, scheiß drauf. Du willst deinen Wagen wohl nicht wiederhaben. Ganz genau, Torres. Wir haben dich mit dem Geld gesehen. Wir wissen alles über den Scheiß, den ihr hier abzieht. Du denkst, du kannst uns verarschen? Kannst du nicht. Diese Aktion von neulich Nacht war ein Fehler. Habt ihr euch mal gefragt, wem das Geld gehört hat? Jemandem, der jetzt richtig angepisst ist. Wem? Nicht wem. Wir hören nicht auf sie. Frank Mercer. Er will euch finden und ausschalten lassen. Ach ja? Dann such nächstes Mal einen ruhigeren Treffpunkt aus. Du denkst, deshalb bin ich hier? Ich habe nichts davon gewollt. Es geht zu weit. Er geht zu weit. Irgendjemand muss ihn stoppen. Sollte das nicht dein Job sein? Klar, ich schreibe einen Bericht und was dann? Glaubt ihr, er hat keine anderen Cops auf seiner Seite? Es gibt nichts, was ich tun könnte, aber mit euch wird er nicht gerechnet haben. Okay. Tut uns leid, dass dein Boss so ein Arschloch ist. Aber ich denke, wir halten uns da raus. Danke. Und dein Bruder, wie sieht er das? Hey, wow, 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 wow. Er hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Hört zu. Er wird da nicht mit aufhören. Versteht ihr das? Und ich kann ihn nicht ewig zurückhalten. Also müsst ihr handeln, und zwar schnell. Das ist eure einzige Chance. Was machen wir also? Jetzt gerade sollten wir zusehen, dass wir abhauen. Ich schicke euch einen Standort. Was? Wofür? Sie verschieben Ware. Folgt ihnen, dann seht ihr's. Der Rest liegt bei euch. Ah ja. Okay, Ihre Nachricht ist da. Wie es aussieht, liegt der Ort am Hafen. Wir treffen uns dann da. Wo fährst du jetzt hin? Ich will möglichst viel über Torres rausfinden. Wir müssen... Warte. Wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ah ja. Das heißt, es ist ja eine Rundfahrerei, das ist. Aber mit dem Polizeiauto. Ich habe jetzt keinen Bock, Stress anzufahren. Deswegen fahren wir ganz entspannt. Klar, ich fahre einfach mal mit 250 km/h durch die Stadt. Aber gut, ey. Nicht was Peter ist und daher. Boah. Ist ja nicht aufpassen können, wo sie hinfahren, die Leute. So, gucken wir mal, was da jetzt abgeht. Ah, halt an. Ah, nee, oder?
Stufe habe ich 16. Als ob es so Dinge gibt, dass man. Och, nee. Oh. Wie kriegt man LP? Nur 80er. Also, mache ich jetzt ein Rennen? Schnell noch, dass wir überhaupt noch was haben hier. Zur Nacht wechseln wir. Gucken wir mal. Genau. Ich dachte, man kann das als Kampagne einfach so durchmachen. Nein. Aber immer der Stube. Grüß dich mal bitte vorbei. Dankeschön. Ja, da war ich jetzt bei dir von der Karte. Boah. Gehst ins Gelände? Gelände mag ich gar nicht. Dafür habe ich nicht richtig greifen. Auf hier, genau. Wie viele Runden fahren wir denn? Nein. Mit Gas. So. Oh Gott. Nein. Nicht genau. Vorne fährt ein Pellet selber. Gehen wir einfach noch mehr runter. Wie viel habe ich drauf geachtet jetzt? Das bin ich hier aufgelandet. Ach gut, ich habe guten Vorsprung. Also. Nein! Boah, warte. Das war verdammt knapp. Achtung. Kopf steht immer noch davon auf. Habe ich kein Problem mit, oder? Der davon stehen will? Kein Problem. Oh Gott. Das Gefühl, wir fahren drei Runden. Ich hätte mich da nicht drauf geachtet. Ja.
So, jetzt da vorne wieder rum. Dann müsste es gewesen sein. Ja, 500 Meter. Oh, gut. Ja, das kann man sich sparen. Ich bin gespannt noch über Runde, ey. Ich guck mal, dass ich ein Versteck oder irgendwas war, damit ich die Punkte alles bekomme. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wahrscheinlich in der Nacht. Und ein paar Rennen fahren einfach. Damit wir ein paar Punkte kriegen. Hör mich, damit wir dann das Ding machen können. Hier muss ich weg. Dann danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.